Na, ihr Leute da draußen und willkommen zum OMG, zum 101. Part. Boah, von Let's Play Tales of Xenia für die PlayStation 3. Ich dachte, Final Fantasy 13 ist lang mit 103 Parts. Das Projekt wird länger. Also, ich denke mal, allein für die Story werde ich bestimmt noch 10 Parts brauchen. Aber vielleicht länger, also. Wie gesagt, meine allererste Vermutung für dieses Projekt war, ich zitiere genau, ich zitiere mich selbst, aber bei dem Projekt werde ich wohl nicht unter 120 Parts kommen. Das heißt, meine Vermutung 120 oder mehr Parts, mindestens 120. Also im letzten Part haben wir übrigens Elvin wieder getroffen, Agrion Prezzar, scheinbar sterben sehen. Und jetzt gehen wir durch dieses merkwürdige Portal und gehen eventuell zu Maxwell. Wer weiß, vielleicht brauchen wir noch nur zwei Parts in der Story, ich weiß es nicht. Wenn du hier weitergehst, kannst du womöglich nicht mehr hier zurückkehren. Was? Einen Moment, ich will ganz kurz was lesen. Denn ich weiß, es gibt einen Punkt im Spiel, wo man wirklich definitiv dann nicht mehr zurück kann, bis man zum Endkampf kommt. Ich will jetzt nur einen Ortnamen lesen. Ich weiß, ich spoilere mich da jetzt womöglich ein bisschen. Aber wie gesagt, ich lese nur einen Ortnamen und sage euch auch nichts davon. Oh, Scheiße. Okay, ich bin jetzt tatsächlich an der Stelle angekommen. Fuck. Wenn ich jetzt hier durchgehe, kann ich, bis ich beim Endkampf bin, nicht mehr hier frei rumtraveln. Deshalb würde ich sagen, schieben wir noch einen optionalen Part rein. Das ist jetzt eine extrem spontane Entscheidung, aber das muss sein. Es gibt nur so viel Zeug, was ich machen will. Ich will die Teufelsbestien vor. Ja doch, die Teufelsbestien vor dem Endkampf gemacht haben wollen. Ich will. Ich will so viel. Hier hast du noch ein paar Dinger. Heißt, hier wird insgesamt über 300. Und bekommen dafür eine blaue Sephira. Geldmenge um das Zweifache, das ist schön. Danke für 30.000 Gold außerdem. Jetzt habe ich 140.000 oder 150.000 oder so. Das kann nicht sein. Dieser Kerl ist Dunkelflügel. Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber hört zu. Erinnert ihr euch daran, wie Dunkelflügel die Eulerei überfiel? Ich habe gehört, dass sie überall am Tatort schwarze Federn fanden. Wer sonst handelt mit diesen Dingern? Er muss es sein. Okay. So, ich habe 122 Dinger hier jetzt gerade. Das heißt, ich habe insgesamt, glaube ich, 322, oder? Ich glaube schon. Ich habe immer noch kein Omega-Elixier verbraucht. Aber das ist ja ein RPG. Normal für mich. Moment, was? Gutes Klima, leckeres Essen. Dieses Sheraton ist ein richtig nettes Städtchen. But so much for that plan. Irgendwas mal drei Danke. Oh, und dann auch noch beim Rüstungsladen. Weg, 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 weg. 71. Okay, wir nehmen den Phönixschwanz weg. Wir nehmen die Saphirschale weg. Und wir nehmen alle schwarzen Eier weg. Und bei den Zugvogelfedern so viel, dass es gerade so reicht. Weg. Den Rest packe ich tatsächlich mal in den Lebensmittelhändler. Ja. Nimm. Danke. Das ist schön. Ist ein schönes Gefühl. Was hast denn du hier noch vom Thema, vom Typ Feder? Ja. Möchte ich mir einmal gern kaufen. Den Phönixschwanz, nehmen wir den gleich mal. Moment, der kostet nur 20? Das kann er nicht. Ich dachte, die kosten 40. Dann kaufe ich mir gleich zwei und pack beide nochmal in den Rüstungsladen. Das sollte dann nochmal ein gutes Level sein, glaube ich. Oder wird es knapp? Nee, gerade so. Ein Level. Puh, für Drachenhelm und Königinreif. Gut, dass ich gerade so viel Geld habe. Sonst wäre ich jetzt echt genudelt. Ja, und es tut mir fast schon leid, dass ich jetzt noch nicht mehr der Story weitermachen kann, wie ich es eigentlich jetzt auch vorhatte. Aber das, nee. Elementarschutz.
Heldenmantel, Goldrüstung, Elementargewand, Drachenhelm, Heldenhut, Königinreif, Maxwell-Band. Was habe ich denn jetzt hier? Was habe ich denn jetzt alles hier? Nicht. Runenreif war das letzte. Mithril-Reif habe ich. Heiliger Reif, Engelsreif, Goldreif, Platinreif, Königinreif. Da war jetzt so viel, was ich nicht hatte hier. Goldhelm. Okay, hier nur eins. Hier das Himmelsband. Hier der Ärztehut und das alle. Blutmantel, Heiliger Mantel, Königinmantel. Hier gar nichts. Und hier nur Reflex, aber das hatte ich ja schon. Und hier, ach, keine Ahnung. Dann kann das erstmal alles jetzt weg. Dann habe ich jetzt knapp 170.000. So. Heißt, einmal das hier für Jude. Ah, einmal das hier für Alvin. Und einmal das hier für sie. Ja. Dann einmal das hier für ihn. Einmal das hier nochmal für ihn. Nichts für sie? Hä? Na doch, der Platinreif, dann nehme ich den für sie. Ja. Okay. Halt, ausrüsten kann ich auch hier. Einmal kurz bei jedem das Beste. So, und den Rest verkaufen. So, habe ich wieder fast 120.000. Dann kaufe ich jetzt nochmal die nächsten Waffen, glaube ich. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich den Radiator kaufen will. Weil wer weiß, vielleicht kann ich das hier auch jetzt schon... Ach, ich kaufe den Radiator einfach, scheiß drauf. Ja. Das beides. Aus dem einfachen Grund, dass ich ihn jetzt hier drin haben werde und jetzt die Teufelsbestien machen will. Vier Teufelsbestien gehe ich jetzt machen. Wenn ich es schaffe, das ist ja auch so die Frage, ob das was wird. Das wissen wir nicht. Einmal kurz anschauen mit den Waffen hier, mit dem Blutsauger. Und ihn mit dem Radiator. Hübsch, hübsch. Aber ich freue mich schon auf zwei Waffen, ganz besonders. Zum einen auf hier den Erlöser, genau, nicht Executioner, sondern Erlöser. Sehr, sehr hübsch. Vom Typ Licht. Freue ich mich sehr drauf, das Ding sieht einfach arschgeil aus. Und sehr freue ich mich außerdem hier auf das Heldenschwert. Könnte das vielleicht ein Remake... Nee, von Estelles Schwert ist es nicht. Ich glaube, ich bin jetzt erstmal gut ausgerüstet. 1,5-fach an Erfahrung, dauerhaft? Kostet aber die doppelte Menge an... Wirkzeit um 20% von was? Keine Ahnung. Weg. Das behalte ich. Das auch. Ne, das nicht. Das schon. Das nicht. Das schon. Das nicht. Hier nur einen. Das behalte ich. 8500. Oh Mann. Das behalte ich erstmal. Das behalte ich auch erstmal. Das Ding kann jetzt weg, weil ich jetzt die blaue Sephira ausrüsten werde. Halt, Moment, ich kann beides ausrüsten. Der kann weg, der kann weg, der kann weg. Die können weg. Nochmal 15.000 klar gemacht. Ist das ein Random Shot? Tatsache. Ha. Okay, Rowan. Nee, Elise, nee, Alvin. Alvin. Ah, Elise. Bekommt die blaue Sephira. Statt 30% KP, ja, geht klar. Rowan, du bekommst erstmal die normale Sephira. Und du... Was weiß ich denn, was du bekommst? Bekommst das hier? Oder? Ja. Das hier. Ach, klar. So. Die sieht wirklich toll aus, Rowan.
I suppose it takes a gentleman of considerable years to pull off a look as splendid as this. So, dann natürlich nochmal gucken, was es hier jetzt Neues gibt. Besonders hier. Okay. Das ist einfach jetzt deutlich billiger hier. Oh, kaufen wir uns das beides einmal. Ach, da ist gleich wieder aufgestiegen hier. Gut, gut. So. Das war es natürlich noch nicht. Was? Wie lange ist denn Part? 11 Minuten. Gut, dann setze ich mich jetzt an die Todesbestien. Teufelsbestien. Machen wir. Machen wir jetzt einfach. Ich glaube ehrlich gesagt immer noch nicht, dass ich sie schaffe. Das klingt jetzt vielleicht wieder etwas pessimistisch. Vielleicht sogar etwas unnötig pessimistisch. Aber wenn ich so ganz realistisch drüber nachdenke. Na komm her. Ich bin halt nach wie vor noch nicht auf deren Level. Und ich hatte mir bei den Bossen schon vorgenommen, also jetzt besonders hier bei den Teufelsbestien, zumindest auf dem gleichen Level zu sein. Was natürlich so nicht geht. You okay? I'm fine. You don't need to worry about me. If you say so. Ich bekomme hier bei den normalen Gegnern jetzt noch unglaublich wenig EP. Ich habe damals hier pro Kampf irgendwie 3000 oder 4000 klar gemacht. Holy shit. So, ich speichere sicherheitshalber nochmal. Ich glaube, wie gesagt, ehrlich gesagt nicht, dass ich die Teufelsbestien jetzt schaffe oder zumindest nicht mit Leichtigkeit schaffe. Schaffen, vielleicht, aber mit Leichtigkeit auf keinen Fall, weil ich bin 56, 55, das Ding hier, oder die Dinger sind 58 bis 61. Und das ist schon ein harter Brocken. Ich meine, allein hier die letzten Bossgegner jetzt hier, Agria und Prezza, ja. Allein die waren jetzt zwei, drei Level unter mir. Und das Ding ist einfach über mir als Bossgegner. Und das ist, glaube ich, nicht so von Vorteil. Ich snack mir jetzt auf jeden Fall erstmal eine pikante Hühnerroulade. Eine kleine sollte theoretisch reichen. Und dann snack ich den auf jeden Fall von hinten, den Gegner hier. Ich habe gesagt von hinten. Oh, scheiße. Das wird interessant. Ich will auf jeden Fall vorsichtig kämpfen und... Roman, du hast ein bisschen verfehlt. Scheiße, ich mache auch gar nicht mal so viel Schaden auf dem... Ich habe jetzt gerade mal 6... Na gut, ich habe schon, glaube ich, 12.000 Schaden insgesamt gemacht oder so. Aber na klar, der Gegner soll ja nicht einfach sein. Das ist, denke ich mal, schon logisch. Mal gucken, ich glaube, ich könnte ihn schaffen. Ich würde einfach sagen, wir werden sehen. Boom! Ich habe mir auch meinen physischen Angriff gerade um 10% erhöht, zumindest mit ihm hier. Also mit Jude. Und sobald ich einmal, doch das schaffen wir, und sobald ich einmal meine Mystic Art voll habe, ist sowieso alles im Chili-Lot. Okay, jetzt komm. Jetzt einmal das hier. Verbinden mit dem hier. Jetzt aufhören. Jetzt einmal das hier und Mystic Art. Wie ist es? Endraserei, genau. Ich wollte gerade sagen Grenzüberschreitung, aber nee, Grenzüberschreitung ist der Modus, ja. Und da ist er so gut wie tot, hat nur noch knapp 8000 AP. Das geht schnell in den Arsch. Moment, Resistenz Feuer. Okay, dann brauche ich Phoenix 2 nicht machen. Aber egal, wir haben es geschafft. Boom! Jetzt holt er noch ein paar normale Gegner hier. Yeah. Patvente Beschwörer. Wie ich glaube schon mal gesagt habe, die Waffen sind jetzt noch nicht unbedingt super stark. Cool. Ja, wie ich glaube schon mal gesagt habe, die sind jetzt noch nicht
Also die Waffen, da kann es sein, dass die jetzt noch nicht so ultra stark sind. Also es gibt stärkere Waffen im Spiel. Sondern erst, wenn man das Spiel durchgespielt hat, kann man halt diesen einen optionalen Dungeon machen mit dem optionalen Bossgegner. Und erst dann werden die Waffen stärker, weil ab dann wird aktiviert, je mehr Gegner man tötet, desto mehr Plus aber Angriffskraft bekommt das Ding. Zum Beispiel, ich mache es jetzt mal kurz am Beispiel Jude. Sobald ich den besiegt habe, bekomme ich pro Gegner, den ich getötet habe, plus 1 Angriffskraft. Heißt, ich würde mit Jude jetzt, wenn ich seine Waffe nach dem optionalen Boss ausrüsten würde, plus 1850 bekommen. Während die Waffe, die er jetzt gerade ausgerüstet hat, nur plus 864 ist. Das ist 1000 weniger. Also ab dann ist es richtig stark. Aber wie gesagt, es kann sein, dass es jetzt noch nicht so stark ist. Also ich weiß nicht, wie viel die hier ohne Zusatz haben. Das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie ohne Zusatz sogar gar nichts. Vielleicht sind sie völlig zwecklos ohne irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass die Waffen, die ich jetzt während des Playthroughs noch bekommen kann, stärker sind als die unhochgestuften Teufelswaffen. So, wir gucken ihn uns trotzdem mal an. Ach, das war ihre Waffe hier. Padvent der Beschwörer. Noch ist es stärker. Es hat jetzt schon plus 740. Okay, da ist das Ding aus dem Shop, aber glaube echt stärker. Padvent der Beschwörer. Ja. Das ist unsere erste Teufelswaffe. Das finde ich schön. Die von Leia ist jetzt mehr oder weniger wie erwartet nicht so super hübsch. Also ich kann mir da schon vorstellen, dass eher die von Alvin, Rowan oder Mila richtig schön aussehen. Also richtig schön aussehen. Gucken wir mal. Wir speichern es natürlich erstmal ab. Bling. Bling, bling, bling. Mal gucken, ich werde jetzt auf jeden Fall noch die Teufelsbestie hier machen. Wenn ich es schaffe. Und dann mal gucken. Da ist er. Ich weiß noch nicht, also in dem Part werde ich dann keine weiteren machen. Ich werde im nächsten Part, das ist ja hier die für Alvin, oh, wo wir gerade von seiner Waffe gesprochen haben. Oh nee, scheiße, jetzt habe ich mein Essen verschwendet. Halt, wenn ich fliehe. Wirkt das Essen dann? Nein, tut's nicht. Komm her. Schwüss! 82.000, das Ding ist stärker. Ich denke mal, das Ding könnte sogar auf Level 61 sein, während das davor vielleicht nur auf 58 war. Aber anders als bei dem anderen habe ich eine Attacke, die fett auf seine Schwäche haut. Und das ist das Ding hier. Und wenn ich dann noch den Handflächenschlag mache, und das ist ja so schön, habe ich ihm allein jetzt schon, ja okay, 8.000 oder 6.000, glaube ich, abgezogen. Das ist schon fast ein Zehntel. Ja doch, das geht, das geht, das geht. Und ich bin schon wieder fast beim Überlimit. Das ist auch gut. Wo zum Teufel sind die anderen? Ich habe gerade das Gefühl, als würden wir allein kämpfen. Ach, da hinten, die sind. Die halten sich ein bisschen zurück und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Aua. Oh Gott, los mal, kannst du kurz weg mit dir, bitte. Hallo, Heilung, Heilung. Wer macht denn bitte Eisattacken auf das Ding? Oder war das selbst? War das das selbst? Hat sich das selbst geheilt damit oder was? Level 61, Tatsache. Hui. Das ist ein Level 61er Boss, den ich hier gerade einfach angreife. Oh, ich mache die falsche Attacke, merke ich gerade. So, einmal das hier. Verbunden mit dem hier. Verbunden mit dem hier. Endraserei. Oh je. Noch knapp 37.000. Und Phoenixfall weiter spammen. Das ist eine Feuerattacke und das ist definitiv sinnvoll, das hier jetzt einzusetzen. Wer benutzt denn Wasserattacken? Auf dieses Vieh, das ist seine Resistenz. Leute, nachdenken bitte. Oh, ich muss kurz zurückhalten. Autoobjekt, irgendjemand bitte? Elise ist tot. Und schon wiederbelebt und Ron ist tot. What the fuck's going on?
Ich glaube, ich sollte das Ding echt weiter runterhauen, weil mit Phoenix-Fall haue ich es auch gleichzeitig runter. Damit es keine böse Scheiße machen kann. What the fuck? Scheiße, Alter. Weg mit dem Teil, bloß weg mit dem Teil. Nee. Ich muss das Ding auf dem Boden halten, sonst ist es gar nicht gut. Bleib auf dem Boden. Schiek. Bleib doch bitte auf dem Boden. Bleib einfach genau da unten. Mit deinen 20.000 HP. Oh, ich muss kurz meinen Kater. Ach, nein, kann ich nicht. Kann ich jetzt nicht mehr. Das kann das. Au. Ich muss kurz meinen Kater reinlassen. Bitte warte kurz ein paar Sekunden. So, sorry für die Unterbrechung. Ich hoffe, ihr habt gespult. Aber das werde ich, diese paar Sekunden Cuts hier werde ich nicht. Diese paar Sekunden Unterbrechungen werde ich nicht rauscutten. Das ist eine unnötige Arbeit hier. Wer weiß, vielleicht habe ich es ja doch gemacht, aber wahrscheinlich nicht. Oh fuck. Miau. Was mäunst du mich denn jetzt hier so an, du kleines Schnuffelchen? Brr. Gib mir mal bitte ein Ananasgummi. Danke. Jetzt ist Elite. Oh, scheiße. Nein, bitte nicht. Oh mein Gott, das war so knapp. Aber mich wieder zu beleben war vielleicht nicht die richtige Wahl. Wohl, ja. Wieso ist er tot? Woran ist er gestorben? Oh, das ist jetzt gar nicht gut. Beleb wieder. Beleb einfach wieder, okay? Danke. Macht irgendwas, werft den zu Boden oder sowas. Das wäre doch cool. Hier, genauso. Noch 9000, komm schon. Oh, das Überlimit ist wieder aktiv. Oder machbar. So, das hier. Verbinden hiermit. Danke. Oh, shit. Oh. Oh je. Weißhain der Heuler. Verfickte Scheiße, Mann. Boah. Das war vielleicht anstrengend. Das Ding ist vielleicht hübsch. Das ist echt hübsch. Aber schwächer als der Radiator. Ist zwar eine Minimalschwäche aktuell. Aber physischer Angriff ist einfach wichtiger bei ihm. Und deswegen werde ich die Waffe jetzt natürlich erstmal nicht ausrüsten, sondern erst dann im Mila-Playthrough, weil ich diese Waffen, wenn ich genug Rangpunkte habe, erben kann. Also ich kann sie dann übernehmen. Ich kann dann sagen, ja, meine Typen haben von Anfang an die Teufelswaffen. Und wenn ich dann ordentlich einen Plus habe... Ich meine, bei Alvin, ich glaube, der hat gar nicht mal so viel jetzt, oder? Wie viel hat denn der gekillt? Ah, Alvin 670. Ist immer noch... Also stärker als der Radiator ist es dann auf jeden Fall. Aber stärker als, was weiß ich, der Erlöser oder so, das weiß ich nicht. Da bin ich jetzt auch etwas überfragt. Naja. Wieso ist die ist ja mal zwei Level aufgestiegen, oder was? Oder bekommt ihr hier oben schon 6 Punkte? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Apropos, wie lang soll denn diese Kugel hier noch sein? Das ist doch schon wieder ewig. Boah.
Naja, stimmt, bis 99 muss das alles ausrechnen. Oder 96, glaube ich. Aber ich denke mal, da kommt dann nur noch eine dritte Kugel, oder? Ich meine, wenn ich gerade mal bei 50 oder so bin, da fehlen ja 40 Level. Das können sie ja nicht jetzt machen. Also ich... Was jetzt machen? Da können sie ja die zweite Kugel nicht als letzte Kugel drin haben. Kann ich mir nicht vorstellen irgendwie. Naja, wir werden sehen. Oh. Elise ist einfach mal über Jutes Level. Warum? Wie kann das sein? Hä? Naja, egal. Und die ist auch noch ganz schön weit über Jutes Level, die ist ja ein Drittel Level ungefähr über ihm. Damit ist sie fast drei Level über Rowan. Na gut. So. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht direkt die nächste Teufelsbestie machen. Das werde ich erst im nächsten Part schaffen. Sonst würde der Part jetzt viel zu lang werden. Der ist ja jetzt schon ultra lang wieder. Und stattdessen dann im nächsten Part. Im nächsten Part werde ich die Teufelsbestie von Elise und von Jude machen. Moment mal, aber wenn ich dann nicht mehr zurück kann. Und ich weiß, es kommen auf jeden Fall noch... Also von drei Gebieten weiß ich, die noch kommen. Das eine kenne ich durch das Eifel-Schatz-Video. Weil da gucke ich immer, was ist das nächste Gebiet, damit ich weiß, wann ich wieder aufpassen muss, wann Eifel-Schätze kommen und so. Und dann weiß ich noch von zwei Gebieten, wo Teufelsbestien sind, bei denen ich aber auch noch nicht war. Und das heißt, ich muss dann die Teufelsbestien da besiegen, ohne da wieder... Ach, was weiß ich denn? Jedenfalls würde ich jetzt erstmal sagen, tschüss und bis dann.